Hi, ihr habt das Video angeschaut, über 560.000 Mal, ihr habt sehr viele Likes hinterlassen und insbesondere sehr viele Kommentare. Und diese Kommentare möchte ich beantwortet haben. Und wen könnte man da Besseres einladen als himself? Dr. Karamba Diaby, danke dir. Danke. So, und jetzt gucken wir mal das Video an. Hi, ich bin Fotograf im Deutschen Bundestag und schieße heute ein großes Foto aller schwarzen Abgeordneten. Diaby, wo sind die anderen? Ich bin der Einzige. Was? Dein Ernst? Tja, leider ist das so. Genau. Der erste Kommentar kommt von Katzencontent, der heißt, afrikanische Länder werden auch nicht von Weißen regiert. Was sagst du? Ich kenne kein einziges europäisches Land oder lateinamerikanisches oder asiatisches Land, was von Schwarzen regiert wird. Ich verstehe den Hintergrund der Kommentar nicht. Ist es nicht, ich glaube, der Kommentar zielt auch darauf ab, dass er sagt, ist ja auch nicht verwunderlich, dass im Parlament das Parlament nicht voller Schwarzen ist, weil wir sind ja ein mehrheitsweißes deutsches Land. Ja, aber in diesem weißen deutschen Land leben 1 Million Schwarzen und da sind große Teil davon sind hier geboren, aufgewachsen und in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte, die seit 400 Jahren gibt es ja Schwarzen in Europa und überall. Und insofern ist das für mich dann selbstverständlich, dass auch ein Mensch, der schwarz ist, unabhängig jetzt aus welchem Land er herkommt, wenn er die Potenziale hat, wenn er die Möglichkeit hat und vor allem frei gewählt ist, dass man das auch akzeptieren soll, das ist Teil der Demokratie. Sehr gut. SupraGuy46 sagt, ist auch besser so, dass nur ein schwarzer Abgeordneter da ist und nicht mehr. Meinungsverschiedenheit, ich sehe das völlig anders. Ich denke, dass jeder die Möglichkeit haben muss, sich einzubringen in diese Gesellschaft. Wenn ein Schwarzer in seiner Region sagt, ich bringe mich ein, ich bringe mich zum Beispiel im Bereich Bildung und Forschung und Integration, aber auch im Bereich Förderung von Gesundheit und so weiter. Das sind Sachen, die mich interessieren und das soll auch jeder den Platz einnehmen, wo er meint, er könnte einen Beitrag in dieser Gesellschaft leisten. Ich tue es, ich hoffe, dass der Fragende auch einen Beitrag leistet. Warum ist es wichtig, dass man schwarze Abgeordnete hat? Was bringt das für einen Vorteil? Könnte das nicht auch weiße gute Politik machen für alle Menschen? Ja, der Fokus soll ja nicht auf Schwarze sein. Der Fokus ist ja für mich zumindest, dass ich sage, diese Gesellschaft ist vielfältig. Wir haben einen großen Anteil an Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. 25% der Bevölkerung haben eine sogenannte Migrationsgeschichte. Wir haben viele Wissenschaftler, wir haben viele Philosophen, wir haben Juristen und so weiter und so fort. Frauen sind leider jetzt im Bundesstaat zum Beispiel nicht so gut repräsentiert wie in der letzten Wahlperiode. Menschen mit Behinderung zum Beispiel, aber Selbstständiger. Alle diese Gruppierungen in der Gesellschaft, meiner Meinung nach, sollten repräsentiert sein in der Politik. Warum? Weil jeder eine bestimmte Perspektive einbringen kann, die die Entscheidungen auch bereichern. Und das ist die Vielfalt in der Gesellschaft. Dafür stehe ich. Der nächste Kommentar ist von Didemat. Vielleicht wollt ihr ja auch kein schwarzer Abgeordneter werden. Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne viele, die auch sich engagieren, aber wahrscheinlich nicht die Möglichkeit bekommen haben, in ein Parlament gewählt zu werden. Ich kann das nicht bestätigen, weil es so ist, dass wir auch einen Verein haben, Mandatträger, Menschen afrikanischer Abstammung. Und diese Mandatträger, da sind mehrere Menschen drin, die aus Kommunalebene sind, ich aus Bundesebene, aber auch viele Abgeordnete aus Landesebene, die Schwarze sind. Insofern kann ich das nicht bestätigen, wenn es heißt, es will keiner das werden. Das glaube ich nicht. Glaubst du, es ist schwerer? Ja, es ist natürlich schwer, gewählt zu werden. Das ist nicht nur für Schwarzen, es ist nicht nur für People of Color oder für Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt. Es ist nicht einfach, Abgeordneter zu werden. Das heißt, erstens muss man das wollen, zweitens muss man sich auf den Weg machen, weil von nichts kommt nichts. Also man wird ja nicht ausgesucht auf der Straße. Man muss sich für bestimmte Themen engagieren. Und wenn man die Möglichkeit bekommen hat, Überzeugungsarbeit im Wahlkreis zu machen, dass man auch gewählt wird, dann ist das gut. Skorak schreibt,
Mensch ist Mensch. Was soll dieser Fokus auf die Hautfarbe? Warum ist es wichtig, wie viele unterschiedliche farbige Menschen im Bundestag sind? Dazu wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber von sehr vielen Menschen ist der Begriff farbig eindeutig rassistisch markiert. Deswegen, ich habe den jetzt mal nur vorgelesen, aber ich kann ihn euch nicht empfehlen. Wie siehst du es? Ja, also der Fokuslegung kommt ja nicht von mir. Ich wundere mich auch, als ich 2013 zum ersten Mal gewählt wurde im Deutschen Bundestag, dass die ganze Weltpresse das als Sensation betrachtet hat. Das finde ich persönlich nicht als Sensation, denn ich sehe mich als jemand, der hier seit 35 Jahren lebt, seit über drei Jahrzehnte hier lebt und habe hier studiert, promoviert und zahle Steuern seit über drei Jahrzehnten. Meine Kinder sind hier geboren, aufgewachsen, bin Naturwissenschaftler, bin ich Kleingartenliebhaber und ja, engagiert in vielen Bereichen. Wenn ich dann gewählt werde, also als ich gewählt wurde im Bundestag, dass das als Sensation betrachtet wird, das ist ein Armutszeugnis für Deutschland, meiner Meinung nach, weil ich das als selbstverständlich finde. Also die Fokuslegung auf Aussehen, das machen andere, das mache ich nicht. Warum ist es wichtig, wie viele unterschiedliche Menschen im Bundestag sind? Ich finde, dass die Bevölkerungsstruktur, wie wir jetzt haben, Menschen mit unterschiedlichen Herkunftshorizonten, mit unterschiedlichen Berufserfahrungen, Alter, Weiblein, Männlein, also geschlechtsspezifisch, aber auch Menschen mit und ohne Behinderung, all das stellt die Vielfalt in unserer Gesellschaft dar. Und wenn das sich widerspiegelt im Deutschen Bundestag, in den Parlamenten, nicht nur im Bundestag, sondern in Stadträten, im Kommunalparlament, im Landtag, das ist gut. Weil ein junger Mensch hat eine ganz andere Perspektive, die er bringen kann in Diskussionen, wenn es darum geht, Umweltschutz oder Jugendpolitik oder Arbeitsmarktpolitik, als ein 50- oder über 50-Jähriger wie ich. Das ist ein ganz anderer. Deshalb ist das gut, dass die Gesellschaft, so wie es vielfältig ist, dass es auch abgebildet wird in den Parlamenten. Das ist eine Bereicherung. Und wenn wir beispielsweise bei Diskriminierung reden, dann Menschen, die Diskriminierungserfahrung gemacht haben, ihre Perspektive darüber, wie sie das erleben, wie kann man das angehen, das ist auch unheimlich wichtig. Also ich denke schon, dass jede gesellschaftliche Gruppe sollte seinen Platz im Parlament haben, um diese Diskussion zu bereichern. Albandi schreibt, und jetzt ein Foto aller schwarzen Fotografen im Bundestag. Tja, wenn sie da sind, sollte man das Bild machen, aber ich vermute, das sind auch weniger. Lost Username schreibt, ja leider, ich fände auch schwarze Polizisten mega cool. Ja, ich finde, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass wir nicht, dass diese Vielfalt, Abbildung der Vielfalt, das nicht nur in Politik ist, sondern auch in öffentlichen Dienst. In Menschen mit Migrationshintergrund in öffentlichen Dienst in Deutschland ist verschwindend gering. Und wir haben also viele, die die Potenziale haben. Und finde, unser Lehrerzimmer zum Beispiel sind nicht so vielfältig wie in Klassenzimmer. In vielen Klassenzimmern haben wir bunte Mischung von jungen Kindern mit Migrationshintergrund, also unterschiedliche kulturelle Horizonte. Wenn wir in Lehrerzimmer gehen, dann sehen wir das anders. Aber auch in Redaktionsstuben, bei Chefredakteuren oder so, bei den vielen, vielen Medienvertretungen haben wir nur 6% Menschen mit Migrationshintergrund. Also meine Forderung, diese Vielfaltdarstellung ist nicht nur in der Politik gemeint, sondern auch in der Gesellschaft allgemein, in öffentlichen Dienst, bei den Beamtinnen und Beamten, bei der Polizei, bei den Lehrern und bei den Journalistinnen und Journalisten. Das ist eine Forderung, die ich verteidige. Johannes HML, oder wie man ihn ausspricht, schreibt, er hat mir mal zugewunken. Ach Johannes, wenn wir uns treffen, dann sprich mich doch mal wieder an, da könnten wir uns auch mal austauschen. Mach mal ein Bild von allen jungen Politikern, schreibt Tyrone. Ja, also Tyrone, dieser Kommentar finde ich hervorragend, weil das bestätigt das, was ich am Anfang auch sage in Bezug auf die Vielfalt. Also die Vielfalt heißt auch jung und alt. Wir haben eine Gruppe von jüngeren Politikerinnen und Politikern, die bringen unheimlich viele neue Perspektiven in den Debatten. Also in meiner Fraktion zum Beispiel weiß ich, dass diese Gruppe von jüngeren Abgeordneten sich zusammengeschlossen haben. Die treffen sich immer, die tauschen sich aus. Das ist gut so. Und das fördere ich natürlich für alle anderen Gruppen, die selbst, also freiwillig zusammenkommen. Ob das Frauengruppen sind, die gibt es ja, oder alte 60 plus.
gibt es auch, die zusammenkommen, die versuchen, eigene Themen zu setzen. Das alles, finde ich, als Wiederholung nur, ist eine Bereicherung der parlamentarischen Arbeit. Josie0306 sagt, ein mega cooler Typ, hat uns in der Schule besucht und mit uns über Rassismus geredet. Also ich finde es wirklich wichtig, die Arbeit in den Schulen. Ich bin ja Pate von 6 Schulen, die sich angeschlossen haben an das Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das mache ich sehr gerne und wünsche mir natürlich, dass mehr Politiker, aber auch Künstlerinnen und Künstler, Sportlerinnen und Sportler, wenn sie angefragt werden, dass sie auch Farbe bekennen, dass sie sagen, ich übernehme diese Partnerschaft. In dem Zusammenhang werde ich von Schulen eingeladen zum Gespräch, dass ich ja mit den jüngeren Leuten einfach ins Gespräch komme, dass Fragen gestellt werden, dass meine Perspektive darstellt, dass sie mir ihre Perspektive geben und am Ende mit der Beantwortung der Frage, was darf ich nach Berlin mitnehmen? Und nur so können wir auch unsere Politik transparent machen. AndiBert71 sagt, da der Einzug in die Bundespolitik oft über die Länderpolitik läuft, sagt das auch ganz viel unter anderem über Kommunalpolitik aus, Landtag, Stadtrat etc. Ja, also wenn ich richtig verstanden habe, meinte er, dass man erst im Bundestag kommt, wenn man die Landespolitik gemacht hat. Das ist nicht so. Ich war ja zwar in Kommunalpolitik aktiv, ich war Stadtrat in Halle 6 Jahre lang, einmal 2009 gewählt und dann 2014 wieder gewählt, aber davor war ich nicht in der Landespolitik. Aber Fakt ist, dass wir in Deutschland in den Kommunalparlamente und Landtage und Bundestag. Insgesamt statistisch gesehen haben wir nur 4% Menschen mit Migrationshintergrund. Ich erinnere die Gesamtzahl in Bevölkerung 20%. Und das ist ein Armutszeugnis für die Demokratie, wenn 20% der Menschen in einem Land nicht so repräsentiert sind in den Parlamenten. Deshalb kann man das ändern. Da müssen die Betroffenen auch sich auf den Weg machen, zu sagen, ich möchte das machen. Aber die Bevölkerung muss das auch zulassen. Dass man dann sagt, also die Möglichkeit, dass du auch mit deiner Potenziale etwas mitmachen darfst oder sollst, dass man das auch diese Möglichkeit gibt. Es wird nicht verschenkt. Und deshalb sage ich, dass derjenige muss sich auch auf den Weg machen. Wir haben im jetzigen Deutschen Bundestag lediglich 8% Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist zu wenig, aber das kann nicht von oben diktiert werden. Menschen müssen sich bereit erklären, in der Politik zu gehen. Und die Parteien müssen sich natürlich öffnen, dass auch Menschen in unterschiedliche, aus unterschiedlichen Horizonten auch die Möglichkeit haben, im Parlament gewählt zu werden. Wir haben zum Beispiel das Thema Parität. Da stehe ich dazu, dass wir wirklich die Beteiligung von Frauen und Männern gleichberechtigt auch fördern sollen, dass mehr Frauen im Parlament. In dieser Wahlperiode haben wir lediglich 31%. Das ist sehr, sehr schade. Aber das hat mit meiner Fraktion nichts zu tun. Wir sind nicht schuld dran. Das sind andere, die wenige Frauen aufgestellt haben. Und bei uns kann das auch natürlich besser sein. Aber wir sind natürlich nicht diejenigen, die einen geringen Teil an Frauen haben. Wir sind sehr nach ganz vorne mit zwei anderen Parteien. CringyDad18 schreibt, Deutschland hat nur einen schwarzen Bundestagsabgeordneten. Und dann ist der auch noch Ossi. Schon witzig. Ja, das höre ich von den Journalistinnen und Journalisten auch. Aber ich bin in Halle seit fast 4 Jahrzehnten und arbeite dort. Und Menschen haben mich nicht gewählt als schwarzer Abgeordneter. Die haben mich gewählt als Karamba Jabi, den sie kennen. Ich habe mich engagiert in Schulen, ich habe mich engagiert im Bereich Bildung, Jugendarbeit. Und deshalb haben die Hallenser mich 2013 gewählt und 2017 wiedergewählt. Und in Stadtrat auch 2009 gewählt, 2014 wiedergewählt. Also in Halle würde nie jemand sagen, das ist unsere schwarze Karamba. Es würde gesagt, das ist unsere Abgeordnete Karamba Jabi und das ist gut so. Und einer der meistgelikten Kommentare mit 6.500 Likes ist von Cracked Human Love. Oh Mann, wie süß er ist. Danke. Das waren die Reactions auf eure Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Dr. Karamba Diabis Leben, wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kam, dann hat er noch einen Tipp für euch. Ja, ich habe mein Buch hier, Leben für die Demokratie, mein Weg von Senegal in deutschen Parlament. Und wer mehr über mich wissen will, könnte das lesen. Bei Hoffmann und Campe kann man das beziehen. Sehr gut, ich packe den Link unten in die Kommentare und dann könnt ihr euch das gerne durchlesen. Macht's gut, ciao.